Hallo und herzlich willkommen zu einem erneuten Reaktionsvideo von mir. Mein Name ist Mochi und ich hoffe, dir geht es gut. Wir gehen heute mal wieder in ein wunderschönes Video rein. Und zwar in ein Videochat, wo wir sehr lange nicht mehr drin gewesen sind. Ich glaube, da kamen auch ein paar Wochen keine Videos von dem Kanal. Wir sind drin bei der lieben Softop. Neues Video, 7 Girls Blind Daten mit Jan Andre. Jan Andre sagt mir nichts. Lass mich raten. TikTok? Macht der TikTok-Chat? TikToker? Ich denke TikToker. Wird ein TikToker sein. Wir sind drin im Video. Wenn ihr euch zurück genießt, es geht auch schon los. Hi, ich bin Jan. Ich bin 21, komme aus Bonn, arbeite als Koch und ich suche eine Dame zum Ausführen. Er arbeitet als Koch? Also doch kein TikToker? Okay. Was sind auf Anhieb deine Faves? Auf den allerersten Blick, ich würde sagen Nummer 1. Die Schuhe finde ich cool. Nummer 5 sind ja, glaube ich, dieselben. Ja, nur in grün. Andere Farbe. Nummer 3 auch sehr cool. Eigentlich alle ganz Nummer 4, nice. Also es sind alle auf jeden Fall nicht schlecht so. Ja. Welche findest du nicht so cool? Ich glaube Nummer 2. Ja, finde ich alle relativ scheiße, muss ich sagen. Echt, ja. Why? Sehen schon ein bisschen älter aus. Und das findest du schlimm? Ja, nee, ich finde es nicht schlimm. Das sind so neue Sachen. Aber jetzt nur so von denen. Okay, okay. Ja. Hast du eine Frage für die erste Runde? Ja, ich würde sagen ganz klassisch. Erstmal Name, Alter, Beruf. Okay, cool. Kandidatin 1, Name, Alter, Beruf. Ja, hi, ich bin Rosa, ich bin 19 Jahre alt und ich studiere aktuell, aber ich habe noch einen Werkstudentenjob. Ja. Was studierst du denn? BWL. Okay, Nummer 2. Ich bin Annika, ich bin 18 Jahre alt. Ich habe jetzt nach meinem Abi letztes Jahr eine Ausbildung als Immobilienkauffrau gestartet. Das finde ich cool. Cool, oder? Habe ich auch mal überlegt. Ja? Ja. Warum ist die Hintergrundmusik so leise? Das ist so eine Stille da irgendwie. Gehabert? Ich dachte dann, ich studiere lieber, aber dann das Studium war nicht so cool. Und dann hast du doch was anderes gemacht. Ja, jetzt habe ich was ganz anderes gemacht. Okay, Kandidatin 3, Name, Alter, Beruf. Hi, ich bin Larissa, ich bin 20 Jahre alt und ich studiere Sportjournalismus. Oha, das ist cool. Du bist auch sportlich? Ja, oder? Ja, würde ich schon sagen. Cool. Kandidatin 4. Ich bin Merle, 25, komme aus Hamburg, studiere und habe auch einen Werkstudentenjob nebenbei. Ist älter. Ja. Ist gut oder nicht? Ja, finde ich gut. Lieber älter oder jünger? So in deiner Vergangenheit. Eher älter, würde ich sagen. Okay, also Nummer 4. Kandidatin Nummer 5. Hi, ich bin Mia, ich bin 20 Jahre alt. Ich studiere International Business und arbeite nebenbei als Fitnesstrainerin. Cool. Kandidatin 6. Hi, ich bin Lisa, ich studiere Medizintechnik und habe halt noch nebenbei einfach ein Nebenjob bei meinen Eltern in der Sanierung. Und Kandidatin 7. Hi, ich bin Leo. Ich habe vorher eine Ausbildung als Fremdsprachenkorrespondentin gemacht und studiere jetzt Mediendesign. Krass. Konntest du das alles merken? Nein. 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 Hast du irgendwas, was dir voll im Ohr geblieben ist? Ich glaube, Nummer 6 war Medizin, oder? Ja, Medizintechnik, okay. Aber das finde ich krass, das ist schwer. Ja. Sportjournalismus fand ich cool. Ja. Und alles andere habe ich vergessen. Oh Mann, ey. Ja, okay, dann musst du jetzt eine Frage stellen, damit du wirklich jemanden rauswählen kannst. Oder weißt du jetzt schon jemanden? Ich würde eine noch stellen. Eine noch stellen, welche? Ich brauche direkt eure Top 3 Künstler. Nein, Top 3 Künstler. Ja, das auch. Das ist doch langweilig. Langweilige Fragen. Auf Spotify. Okay. Wen juckt das denn? Chat, juckt euch das, Digga, was in meiner Spotify-Playlist drin ist? Wenn ihr mich daten würdet, wenn ihr mich bumsen wollen würdet, Chat, würdet ihr mich fragen, was in meiner Spotify-Playlist drin ist? Hä? Ja, am Ende hörst du Mero oder so. Ja, okay, hast eigentlich recht. Kandidatin 1. Also auf jeden Fall Rusk momentan. Oh, ich skippe die Frage, Chat. Es interessiert mich einfach nicht. Es tut mir echt leid. Wir skippen und hoffen, dass spannendere Fragen kommen. So, er wählt die erste raus. Kandidatin Nummer 7, du kannst jetzt hervorkommen. Hi! Hi. Oh, wow. Hi. Deine Haare sehen so schön aus. Dankeschön. Megan Fox. Schön, dass du da bist. Ach, Mann. Boah, ist das unangenehm. Was denkst du? Ja, sieht gut aus. Schöner Mann. Was denkst du? Danke. Aber auch, ich finde die Tattoos cool. Danke. Ja, coole Hose, cooler Style. Ist das unangenehm. Gut aus. Dankeschön. Passt. Danke, dass du da warst. Danke auch. Tschüss. Ciao. Ist das unangenehm. Ist das geil. Das ist ja super unangenehm. What the fuck. Das ist ja, oh. Das ist ganz weird, aber ich find's gut gerade, Chat. Das hat mir jetzt gerade gut gefallen. So eine bedrückende, komische Stimmung und so eine unangenehme Stille auch einfach. Geil, wirklich geil. Damn, die sah gut aus. Wo ist es?
Na, mal gucken. Vielleicht. Weiß ich ja jetzt noch nicht. Oh Mann, er ist halt, also Chat, er ist halt super schüchtern. Oder? Er ist halt super schüchtern, Chat. Er ist wahrscheinlich auch sehr aufgeregt, weil er da mitmacht und so in dieser Sendung. Er ist halt sehr, 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 sehr zurückhaltend, sehr, sehr schüchtern, ja. Aber wär die schon dein Typ? Ja. Ja, sehr gut. Okay. 3, 2, 1. Tada! Krass, wie weit. Oh Gott. Welches Outfit findest du auf Anhieb am coolsten? Eins finde ich sehr cool. Ja. Ja, was ist das coolste Outfit, Chat? Das coolste Outfit ist ganz klar die 1. Da brauchen wir gar nicht drüber reden, Chat. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ganz klare Nummer, die 1. Die 1 wird's. Ja, die 1 ist es, Chat. 5. Ja, 5 auch. 5 auch. Ah, du stehst auf. Ach, stimmt, du läufst ja auch immer so mit Lederjacken rum. Ja, ja. Das ist gut, ja. Und welches Outfit findest du nicht so cool? Oder denkst, passt gerade nicht so? Was ist denn das? Also was ich ganz schlimm finde, Chat, das ist nur meine objektive Meinung, ne, ist Outfit Nummer 2. Das finde ich extremst scheiße. Also ich finde das wirklich, also ich will es fast schon verbrennen, auch das Outfit. Jetzt nicht die Person, aber das Outfit. Also grün, türkis, Rock und dann so anderes Grün bei den Schuhen und dann auch noch Sportschuhe zu so einem Rock. Finde ich richtig scheiße, muss ich ehrlich sagen. Es tut mir leid. 6. Danke. Timo-SX125. Nicht so dein. Aber es kann ja noch kommen im Oberteil. Ja. Stimmt. Aber bis jetzt nicht so. Und Nummer 3 ist ja eher so cuter. Findest du das? Finde ich aber auch gut. Auch gut? Auch süß. Okay. Hast du eine Frage? Ja. Bitte jetzt frag was Spannendes. Ist etwas schwerer, wenn ihr ein Tier wärt. Welches Tier wärt ihr? Muss eine rauchen. Wenn ihr ein Tier wärt, welches Tier wärt ihr? Sag mal, willst du uns verarschen? Ich wäre gern Delfin. Delfine sind stärker als Haie in der Gruppe. Delfine können coole Sprünge und so einen Scheiß machen. Delfine haben eine schöne Stimme, ein Quieken. Finde ich irgendwie geil. Und die sind auch glitschig, so von der Oberfläche her. Finde ich nice. Und warum? Ich wäre eine Schlange. Eine Schlange? Das gibt mir toxische Vibes. Weil ich mag das so, wie die so elegant sind. Und ja, das ist meine Antwort. Red Flag, oder? Chat, was sagt ihr? Schlange? Eine coole Antwort. Ja, voll gut. Kandidatin 2, welches Tier wärst du? Boah, ich glaube ein... Oder sagt ihr, egal, sieht trotzdem am besten aus? So ein Faultier. Raus! Ich schlafe einfach liebend gern. Und da habe ich einfach keine Sorgen, einfach schlafen. Faultier ist auch gut. Süß. Kandidatin 3? Ich glaube, ich wäre ein Panda. Ich glaube, die leben in coolen Umgebungen und haben nicht so viel zu tun. Danke. Sind Panda nicht immer heiß? Echt? Cool. Ja, oder? Panda werden essen noch immer Eukalyptus und das macht den... Oh. Stimmt. Einfach ein Koala. Nee, vergiss es. Das schneiden wir raus. Nein, das muss drin bleiben. Das bleibt auf jeden Fall drin. Oh mein Gott. Die hört sich an wie 13. Ja, die hört sich sehr jung an tatsächlich, ja. Kandidatin 4. Bisschen auch wie Shamina. Welches Tier wärst du? Ich wäre ein schwarzer Panther. Nicht nur, weil meine Kleidung sehr viel Schwarz enthält, sondern auch, weil ich elegant bin, sportlich, aber manchmal auch so ein bisschen chillen. Wow, hast du dir das vorher und überlegt? Natürlich, ja. Nee, aber wir haben tatsächlich mal in der Freundes... Zapanta? Die malt Mandalas. Das gibt mir irgendwie Mandala-Malen-Vibes. Drüber gesprochen und dann haben die mir das gesagt, dass das passen würde. Mhm. Hey Chat, hat man bei euch im Kindergarten auch Tier zugewiesen bekommen? Also hattet ihr das im Kindergarten auch, dass ihr so von den Erzieherinnen... Ihr habt so ein... Ich weiß nicht, ob das ein Buch war oder so ein Blatt, da stand dein Tier drauf. Also was für ein Tier du warst. Nee, manche aber schon. Ich hatte das auch im Kindergarten, Chat. Rate mal, was für ein Tier ich war. Eidechse. Weiß zwar nicht warum, aber fand es ganz gut damals. Panther. Damn. Ja. Kandidatin Nummer 5. Ich glaube, ich wäre gerne so ein süßer Vogel, weil ich dann irgendwie immer den besten Ausblick habe. Ich komme überall dran. Ja, das will ich gleich machen. Ich habe eigentlich nur gewartet, bis irgendwer Vogel sagt, weil es schon cool ist so. Ja. Ja, Mann, Vögel sind ehrlich cool. Also so fliegen und so ist schon geil. Fliegen ist schon cool. Ja, Mann. Kandidatin 6. Ja, so meine Freunde sagen halt eben immer, ich bin so ein bisschen so ein Golden Retriever, weil ich so diese Vibes gebe mit so, ich bin immer mit meiner Familie oder immer nur mit Freunden unterwegs. So, ich bin immer so, halt so auch so der Kuschelmensch. So, ich will auch mit meinen Freunden kuscheln. So, deswegen, die sagen immer, ich habe so diese Golden Retriever Vibes. Süß. Was bist du? Das ist süß, ja. Ich habe extra. Lass mich raten. Was ist er für ein Tier, Chat? Ich sag, er sagt jetzt, ich glaube, er sagt Adler. Ich glaube, er sagt, er ist ein Adler. Vorher, vor ein, zwei Test Stunden. Gemacht. Ja. Das auch. Und ich habe Jessin, einen Kollege von mir, gefragt. Mhm. Ich weiß nicht warum, er hat Gürteltier gesagt. Gürteltier? Gürteltier? Basierend auf diesen Antworten musst du jetzt aber eine rauswählen. Oh, direkt? Okay. Mhm. Den Kollegen, der das gesagt hat, den würde ich aber direkt mal bei WhatsApp blocken. Hast du irgendeinen Favoriten? Zum Rauswählen? Ja. Zwischen zwei Leuten oder so? 2 und 6. Why?
6 wegen der Hose? Ja, und 2 wegen den Schuhen. Echt? Weil ich fand, die Antworten bisher alle waren ja nicht schlecht. Ja. So. Wer wird's? Ich glaube, ich wähle Nummer 2 raus. Echt? Ja. Die Schuhe sind so schlimm. Wow. Ja, okay. Aber irgendwie muss ich heraus. Kandidatin 2, du kannst jetzt hervorkommen. Hallo. Hallo. Damn. Ist gut. Die habe ich mir ganz anders vorgestellt, die Nummer 2. Los. Ja, danke schön. Hi, tut mir leid. Oh, ich hoffe, es wird jetzt maximal unangenehm. Ich hoffe, die schweigen sich jetzt einfach an und starren sich in die Augen. Gar kein Problem. Mit den Schuhen. Aber mit dem Outfit passt. Sieht gut aus. Ja, die Schuhe, ne? Von meiner Tante. Die muss man natürlich auch mal tragen. Von der Tante? Ja, das ist schon ein paar Jahre alt, das stimmt. Und du bist auch so groß, das wird ja, wir sind gefühlt gleich groß, oder? Ja. Ungefähr? Ja. Was denkst du? Süß. Meine, meinte meine Mutter ja auch, deswegen. Deine Mutter meinte ja. Das so. Mann, gerne. Du bist sogar Schwiegermutter approved. Das stimmt. Und du? Hat er gerade gesagt, er nimmt die Mutter gerne? Ja, auf jeden Fall hübsch. Ja. Vielleicht werde ich das bereuen. Ja, vielleicht. Mann, okay, danke. Oh, ist das geil! Das ist so, also Chat 1, wenn ihr das auch spürt, das spürt auch noch nicht ich, das ist so ein unangenehmer Vibe irgendwie, das ist aber auch geil, ich finde das richtig gut. Es tut mir ein bisschen leid für ihn, also auch gar kein Hate sein, Chat, nix gegen den Jungen oder gegen Kandidaten oder so. Also ich kann es auch irgendwo verstehen, weil die sind wahrscheinlich aufgeregt und so und man weiß so, ey, das wird dann auf YouTube hochgeladen und Leute gucken sich das dann an und so, ich check das schon. Aber wisst ihr, was das Problem ist bei ihm oder bei manchen da? Jetzt. Er versucht, wie soll ich das sagen, Chat? Er versucht zu sehr, dass es nicht unangenehm wird. Und dann befindet er sich in so einer Sackgasse und kommt da nicht mehr raus. Dann macht er sich Druck. Dann denkt er sich so, scheiße, was soll ich sagen, wenn die rauskommt? Scheiße, das wird unangenehm. Dann versteift er sich so da drauf und dann ist es halt auch unangenehm. Find's gut. Darfst noch eine Frage stellen? Okay. So, jetzt eine Banger-Frage. Auch eine Banger-Frage raus. Hattet ihr schon mal eine Beziehung? Und wenn ja, wie lange? Und wann hat die aufgehört? Also wie lange ist das her? Kandidatin 1, wie war deine letzte Beziehung? Ja, ich hatte eine Beziehung. Die habe ich Anfang 2022 beendet und die ging ungefähr 1,5 Jahre. 22 beendet? Ja. Das ist jetzt auch schon 2 Jahre her. Ja. Und warum ist sie beendet worden? Mein Ex-Freund war sehr, sehr eifersüchtig und ich konnte mich da überhaupt nicht mehr, also ich konnte gar nicht mehr das machen, was ich selber wollte, war nur noch gestresst. Und kann sein, dass der Ex-Freund hier im Chat gerade ist und auch mal eine Spende mit 2 Euro gehabt hat und geschrieben hat, ey, meine Alte hat mich sitzen lassen. Kann sein, dass hier wieder, also dass ihr da das wart, wird ja passen zu euch. Es ging gar nicht mehr. Oh. Ja, gut. Selber schuld. Gut, dass ich gelöst habe. Ist Eifersucht so ein Thema bei dir? Wollte ich auch noch fragen. Ah, okay, dann warten wir noch. Kandidatin 2. Radmann, ich hatte noch keine 9x cooler als ihr. Ja, die hat noch keine Beziehung gehabt, weil die 13 ist. Ist das schlimm oder nicht? Nee, ich hatte auch noch keine. Echt? Ja. Wow, wie süß. Ja, ne? Dann könntet ihr richtig zusammen alles exploren. Kandidatin 3, wie war deine letzte Beziehung? Meine letzte Beziehung ist tatsächlich schon 4 Jahre her. Die ging 3 Jahre lang. Und warum habt ihr euch beendet? Auseinandergelebt, wir hatten unterschiedliche Ziele im Leben und das hat man dann irgendwann festgestellt. Okay, fair. Kandidatin 4? Meine Beziehung ist jetzt 2 Jahre her und die ging auch 2 Jahre, da war ich noch relativ jung, also war ich 15, als wir zusammengekommen sind. Warte mal, dann ist die 17. Die ist doch dann 17, oder? Oha. Echt jung. Ja, der. Echt jung. Kandidatin 6? Ich hatte bis jetzt auch nur eine Beziehung, die ging aber 5 Jahre. Und die ist jetzt aber auch schon über 2 Jahre wieder her. Wie alt bist du nochmal? 23. Oha, krass. Das war dann ja aber auch mit ja, 16 bis 21. Ja, ja, genau, ja. Der. Chat, mit wie vielen Jahren hattet ihr eure erste Freundin oder Freund? Seid ehrlich. Und wenn ihr noch nie eine Beziehung hattet, dann macht ein X rein. Mit 13? Jo. 14, 12, 16. Und da kommen die X'e reingeflattert. Ja, okay, chillt. Ja, okay. Ja, ich sage euch aber eins, es liegt nicht an euch. Es liegt nicht an euch, Chat. Es liegt an den Frauen. Und die richtige wird kommen. Also macht euch da keinen Druck und keinen Stress. Ja, das ist nicht schlecht. Ja, vor allem mit 16. Das ist echt viel, ja. Wow. Willst du noch eine Frage stellen? Oder weißt du schon wen? Ich glaube, ich würde lieber noch eine Frage. Du willst noch eine Frage stellen? Ja, auf jeden Fall. Okay, ich habe eine Idee. Du bist ja Koch. Ja. Und ich kann mir vorstellen, nach einem langen Arbeitstag in der Küche denkst du dir, oh, du willst trotzdem frische Ingredients und leckeres Essen und nachhaltig angebaut. Das ist wirklich so, weil zu Hause habe ich nie Bock zu kochen und dann esse ich immer nur irgendeinen Scheiß. Siehst du? Deswegen brauchen wir HelloFresh. Nein, brauchen wir nicht. Ich dachte in zwei, welches Gericht würdest du zusammen mit Jan kochen? Ich glaube die vegane Bowl mit nach Thai-Art, mit Kokosreis und Brokkoli.
1? Nummer 1. Okay. Aber das waren ja nur gute Gerichte. Stimmt. Wie soll ich denn jetzt jemand da... Hast du recht. HelloFresh hat halt nichts anderes. Gut, ich muss trotzdem jemanden rausworten, oder? Ja. Sonst... Basierend darauf kannst du jetzt eine Person rausworten. Welches Gericht hat dir am wenigsten gefallen? Oder von mir ist auch Outfit. Danke. Ich gehe nach Outfit. Unterstrich 18 ist 9x cooler. Weil die Gerichte alle so toll sind. Ja, was soll ich sagen? Ja, ich glaube, ich entscheide mich für Nummer 5 jetzt. Dann Nummer 5, 1, 2, 4, 5. Die letzte ist es. Dann Kandidatin Nummer 5, du kannst jetzt. Die hätte ich nicht rausgewählt, Chat. Jetzt hervorkommen. Ich hätte die 13-Jährige rausgenommen. Ich glaube, sie ist bad, Chat. Ich glaube, sie wäre es gewesen, vielleicht auch für ihn sogar. Auch für euch. Ich sag das, die hat Potential für eure erste Beziehung, Chat. Guckt jetzt hin. Das ist eure erste Freundin. Hallo! Damn, für die schönen Haare. Ach Mann, woran hat's hier gelegen? Leider an der Hose. Na, so eine Scheiße. Ich ist halt ein bisschen cool. Außergewöhnlich, ne? Ja. Ist nicht für jeden was. Ja. Was denkst du? Ja, sieht gut aus. Netter Typ, ne? Scheiß Hosengeschmack. Ja. Kann man nichts machen. Ja, Mann. Eben. Ach, danke, dass du da warst auf jeden Fall. Tschüss. Ciao. Wow, sieht aus wie so ein Engel. Es wird auch schlimmer irgendwie, Chat, oder? Es wird auch immer schlimmer, oder? Kann es sein? 3 danke. Euro von Jana. Daddy, kannst du mich ins Bett bringen? Ich muss Schlafi machen. Jana, ich weiß nicht, wo dein Vater Milch holen ist, aber ich bin nicht dein Daddy, ja? Und ich hoffe, du kannst auch einfach so schlafen gehen ohne mich, Jana. Ja, ich wünsche dir eine gute Nacht. Danke für 3 Euro. Bisher noch nicht. Okay. Man soll auch nichts bereuen, ne? Also wenn es so sein soll, dann ist das so. Stimmt. Okay, dann nächste Runde. Bist du ready? Ich bin ready. 3, 2, 1. Das ist gut mit der Kiste. Oh, süß. Die 13-Jährige haben sie auf eine Kiste draufgestellt, oder was? Was soll das denn jetzt? Was ist das denn für ein Bodyshaming? Was haben die denn mit der gemacht? Sie haben einfach eine Bierkiste genommen, haben gesagt, komm, stell dich drauf. Mein Gott. Die, also F in den Chat, was ist das denn? So, welche ist es, Chat? Für welche würdet ihr euch entscheiden? 1, 2, 3 oder 4? Ist es, glaube ich, eine sehr klar... Also, wer hier eine 2 reinschreibt, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Jetzt nichts gegen die zweite Kandidatin, aber ich gehe stark davon aus, dass sie minderjährig ist, dass sie sich noch in der Entwicklung des Körpers befindet. Und wenn sie sich nicht in der Entwicklung befindet und so klein ist, ist es auch okay. Wir akzeptieren alle Menschen so, wie sie sind. Ja, aber ich würde auch sagen, also das stärkste Outfit, und es ist wirklich ein cooles Outfit, finde ich, ist auf jeden Fall die 1. Ja, das ist ein cooles Outfit, safe. Okay, hast du eine Frage? Ich brauche jetzt auf jeden Fall Tim als Support. Tim? Und Tim hat schon gesagt, der hat eine Frage. Tim? Tim, okay. Mein ja, Mann! Tim! Hallo, Applaus! Boah, das werde ich schon mal hauen. Hallo? Es geht, Tim. Okay. Dankeschön, Dankeschön. Tim, du bist jetzt sein Wingman. Ich muss auf jeden Fall auch, weil ihr habt gesehen, glaube ich, das waren auch ein bisschen langweilige Fragen. Ja, du willst... Ja, Tim, jetzt hol einen, jetzt zückel einen raus, Tim. Tim ist unsere Rettung, Baby. Das ist ein bisschen den Spice reinbringen. Ich bin dazu ne? da, um jetzt ein bisschen wieder... Ja, Mann. Nachzuhalten. Weh in den Chat für Tim. Ein bisschen mehr zu fragen. Mhm. Hau raus. Also, wenn ihr nur noch eine Sexstellung machen könntet in eurem Leben, welche wär's? Und ihr müsst die Sexstellung auch so... genau beschreiben, weil nicht Doggy ist so Standard und also kann auch Doggy sein natürlich ganz normal, aber muss so richtig sagen, so wie es aussieht. Wie genau? Ja, Tim hat das Niveau wieder von hier oben runter in den Keller gezogen. Let's go, jetzt wollen wir mal hören, was für Sexstellungen die genau wollen von der Nummer 2. Die skippe ich, die Nummer 2, das wollen wir nicht hören. Aber die soll auch genau beschreiben, was sie da, also wie die das so machen und so, wie die da rumbumsen und so. Geil, Tim, wirklich. Geil, W in the Chat für Tim. Super, dass der doch mal hier ein bisschen Würze reingestreut hat. Jetzt fühlen wir uns wieder wie ganz zu Hause, Chat. Geil, super geil. Ja, und Doggy ja, genau. So stehen, im Sitzen, ja, genau. Sitzen im, auf allen Vieren. Okay, Kandidatin 1, wenn du noch eine Sexstellung machen könntest für dein ganzes Leben, welche wäre das? Also ist, glaube ich, trotzdem ein bisschen basic, aber ich würde Missionar, aber dass man halt die Füße so oben so auf die Schulter macht, weil das finde ich so am intensivsten. Das ist so weird, Digga. Das ist so weird. Das ist so old. Oh mein Gott, was gucken wir uns hier gerade an? Was schauen wir uns hier gerade an? Digga, Tim hat auch einfach wirklich von... Das hätte man jetzt auch noch in der Schule zeigen können davor. Also das hätte alles in der 2. Klasse abspielen können. Und Tim hat gerade das Format, das Video, mit einem 180-Grad-Backflip irgendwo anders hin halt. Also, ja. Also, Chat, ich sag euch ehrlich. Ich find's auf der einen Seite cool, dass Leute offen über ihre Sexualität reden können.
Richtig? Eins wird das cool finden. Wir finden das toll. Man sollte sich nicht dafür schämen. Es ist kein Tabuthema. Man kann darüber quatschen. Ich sage euch aber auch, ich muss jetzt nicht von einer Frau hören, wie die genau ihre Lieblingsstellung haben wollen würde, machen würde. Mit Beine über die Schultern und sonst was. Und ich würde auch, wenn ich jetzt eine Frau wäre, sowas nicht im Internet sagen, Chat. Wisst ihr, was die beste Antwort gewesen wäre? Die beste Antwort auf diese Frage? Find's doch raus, Schätzchen. Und dann so ein Luftbussi. Und dann nochmal so ein hinterher. Oder man sagt einfach, ey, das ist mir zu privat. Punkt. Eins, wenn das die richtige Antwort ist. Period. Period, iconic, slay. Ja. Also was war jetzt ihre Antwort? Ich muss nochmal jetzt hier, um dass wir mitkommen, Chat. Die hat es auch sehr genau beschrieben. Wer das? Also es ist, glaube ich, trotzdem ein bisschen basic, aber ich würde Missionar, aber dass man halt die Füße so oben so auf die Schulter macht, weil das finde ich so am intensivsten. Das ist schon eigentlich relativ detailliert. Nice. Nice, ja. Sehr gut, Kandidatin 1. Gut. Kandidatin 2. So, und jetzt sind wir alle derselben Meinung, dass wir Kandidatin 2 skippen. Ich kann jetzt nicht der Einzige sein, der jetzt von Kandidatin 2 nicht hören will, welche genaue Sexstellung sie, also, nein? Ah, ihr seid so weird, Chat, ehrlich, ihr seid so weird, Digga. Kann man so weird sein? Welche Stellung würdest du denn am liebsten nehmen, wenn du wirklich eine Freundin hättest? Knochi, find's doch raus. Weiter, wir gucken uns die zwei an, weil ich es wollte, nicht weil ich es will. Dass du das Rest meines Lebens machen müsste, dann irgendwas, was nicht so anstrengend ist. Kannst auch den Seescheren sagen, ist auch gut. Nee, sehr langweilig. Ich weiß es nicht. Denk nach. In der Zwischenzeit fragen wir Tim. Welches ja, ich wusste nicht. Muss auch detailliert sagen, oder? Ja. Eine Art, das ist echt cringe. Papi Chulo, kannst du mir noch eine gute Nachtgeschichte erzählen? Nein, Jenny, lass mich in Ruhe. Eine Art Doggy, also du liegst quasi so flach auf dem Bauch, also die Dame. Mhm. Ich weiß jetzt schon, was du sagst. Und dann machst du die Beine zusammen und der Kerl ist so, ne, halt von hinten oben drauf und so. Okay, sehr nice. Genau so. Jetzt Kandidatin 2. Ist auf jeden Fall nicht anstrengend, das nehme ich. Das ist bombt. Das ist gut, oder? Ja. Gut, Kandidatin 2 ist weiter. Ja, Kandidatin 2 hat aber einfach nachgesagt. Ja, ja, finde ich auch. Ja. Bete zu Gott, dass Kandidatin 2 über 18 ist, wenn die da rausgeht. Irgendwas eigene, also vor allem auch für Tim. Ja, irgendwelche Favoriten, oder? Aber kann ja auch sein, dass man noch nicht so viel Erfahrung gemacht hat, dass man jetzt eine gute Antwort sagen kann. Mann, bist du ein Lieber. Du musst die alle in Schutz machen. Okay. Nee, ich fäll trotzdem knallhart raus. Okay, also Kandidatin 2 willst du nicht sagen. Gibt's dir jetzt ein gutes Gefühl. Ist auch nicht schlimm. Komm, befrei sie. Okay, Kandidatin 3. Ja. Was ist deine Sexstellung, die du für den Rest... Finde deinen Bart heute voll süß, Daddy. Du siehst mein Bart nicht mal, du Weirdo. ...des Lebens machen würdest. Also es ist natürlich eine schwierige Entscheidung, aber ich würde sagen, Reverse Cowgirl. Yo, okay. Die hat auch das Kamasutra-Buch komplett studiert, Digga. Reverse Cowboy. Ihr sagt doch gleich ein Triple Fader, Double Frontflip mit einem Knuckle-Craxel drauf. Ein Reverse Cowgirl. Holy shit. Das ist quasi die Frau obendrauf, aber andersrum. Und ist natürlich schade, weil man sich nicht anguckt, aber einen Tod muss man sterben in dem Fall. Mhm. Aha. Oh, das ist ihm auch so unangenehm, wirklich. Ihm war es davor schon alles unangenehm. Jetzt kommt sein Homie Tim rein und kommt erstmal mit der Frage, also wenn ihr jetzt eine Textstellung nochmal haben würdet im Leben, beschreibt die mal ganz genau. Erzählt mal. Und jetzt denkt er sich so, scheiße, Digga, warum habe ich meinen Homie mitgenommen? Warum habe ich den mitgenommen, den Idioten, Digga? Jetzt ist es noch schlimmer für mich. Aber auch detailliert. Aber ist nicht so dein? Finde ich schwierig ohne Angucken, den Rest des Lebens. Ja, okay. Augenkontakt ist ja so wichtig. Stimmt. Ich möchte jetzt eigentlich gar nicht, eigentlich will ich das nicht fragen, Chat. 2 Euro von Kandidatin 2, kann ich dich kennenlernen, Daddy? Nein, kannst du nicht. Nee. Eigentlich bereue ich die Frage jetzt schon mal, Chat. Aber jetzt mal eine ernsthafte Frage, wenn wir schon bei diesem ganzen Sextalk sind. Ist es euch wichtig, euren Partner beim Sex in die Augen zu schauen? Ja oder nein? 2 Euro von Bling Bling Boy 420, hast du eine neue Frisur? Halt die Fresse, Junge. Haltet die Fresse, Chat, in den Spenden, ehrlich. Okay, teilweise. Ich würde sagen 50-50. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Aber sie war wenigstens kreativ. Ja? Ja, stimmt. Kandidatin Nummer 4. Welche Sexstellung würdest du machen für den Rest des Lebens? Schwierig. Das hat man noch nicht so. Ich glaube vielleicht Reiter. Da kann man ja auch noch ein paar Variationen mit einbringen. So. Aber schon mit angucken. Also. Mhm.
Das ist so weird. Das ist, glaube ich, einer der weirdesten Videos, die wir uns jemals angeschaut haben. Das ist so weird. Also du on top. Die hat gerettet, Babe. Sollen wir mal angucken. Chat, bin ich verklemmt? Danke. Liegt das an mir? Bin ich einfach ein verklemmter Typ? Ja. Okay. Und du? Jetzt wird er auch noch gefragt. Verdammt nochmal. Großes F jetzt schon mal in den Chat. Das wird eben so unangenehm sein. Das tut mir auch echt leid für ihn. Das ist der absolute Albtraum für ihn gerade. Mein Gott, Joama! Hast du dich da das? Weiß es nicht. Nein, weiß ich nicht. Ach, Maus. Muss auch in den Schutz nehmen, der hat auch nicht so viel, viel Erfahrung gemacht. Okay. Deswegen meinte ich das auch gerade, dass es sein kann. Okay, cool. Okay, basierend auf diesen Antworten, weißt du, wen du rauswählen würdest? Ja. Oh. 5 Euro von Mojis Liebhaber Horst. Moji vermisse es, mit dir Liebe zu machen. Ich auch, Horst. Die Zeit, Mann, geil, du Drecksau. Sag. Nummer 3 ist nicht die 2. Ah. Das war das Reverse Cowgirl. Wegen, nicht mehr angucken. Das finde ich ein Problem. Ja, ist schon krass. Schon ein Problem. Ja, ist schon krass. Okay, check ich. Aber danke für deine tolle Frage. Oder? War gut, ne? Ja. Also war eine solide Entscheidung. Ja, Tim, die war echt gut, die Frage. Danke nochmal. Eine gültige Entscheidung. Auf jeden Fall. Kandidatin 3, du kommst jetzt hervorkommen. Hallo! Hallöchen. Hey. So, hier ist das Reverse Cowgirl Chat. Jetzt bin ich hier, die dritte Frage. Hi. Jetzt musst du Tim auch umarmen. Hi, alles gut. Hi. Sehr kreative Antwort trotzdem. Ja, alles gut. Ich wollte dir nicht nachreden. Ja, egal, war gut, schwierig. Alles gut. Tschüss. Ich bin auch direkt raus, Digga. Jo. Ja, tschüss. Was denkst du? Ja, aber ich check das. Mit dem nicht angucken, das ist schon ein Sense. Brauchst du noch Hilfe? Soll ich bleiben? Wenn du willst. Kannst gern bleiben. Ich würde gerne, ich ist sehr gemütlich. Ist gemütlich? Ja, ja? Neben sehr gut. Ist gut immer. Okay. Dann nächste Runde. Hä, seit wann sieht man denn jetzt so viel Chat? Da sieht man ja jetzt noch mal mehr. Okay, man sieht jetzt den Mund auch. Tada! Jetzt seht ihr bis zum Mund. Hast du irgendeinen Favoriten? Ich muss kurz sagen, ich weiß zu 100%, dass Jan, der hat schon gewählt. Ja, wollte ich gerade fragen, was denkst du? Nummer 1, 100%. Echt? 100%. Aber Jan ist noch? Du bist noch nicht sicher. Sag noch nichts. Ja. Okay. Warum denkst du Nummer 1? Es passt vom Fit. Vom Aussehen, alles. Also ich würde Also vom Aussehen und vom Aussehen. Ja, man sieht ja schon sehr, sehr viel. Ja, das stimmt. Sieht schon sehr viel. Nee, ich sag, er nimmt die 2, Chat. Die Lederjacke passt zu dir und so, also ich muss sagen. Ja, die Lederjacke passt echt gut. Okay, habt ihr eine Frage? Ja, auch nochmal zu dem Thema. Mhm. Wann habt ihr das letzte Mal mit einer Person geschlafen? Kritische Frage. Kandidatin 1. Du bist auch spicy, du bist... Weil färb ab. Ja. Wenn jetzt jemand antwortet mit gestern, dann ist es schlecht. Ja, so. Ja, vor allem wenn sie 2 sagt, dann wär's schlecht wäre es jetzt auch nicht. Ich wusste aber finde ich schon komisch. Okay, die sollen alle jetzt erstmal keusch bleiben, bis du dich entscheidest. Ja, okay, Kandidatin Nummer 1. Wann hattest du das letzte Mal Sex? Das war mit meiner letzten Kennenlernphase und das war im November. Lüge. Und verarschst du nicht. Wow. Also stehst du nicht so auf One-Night-Stands? Gar nicht. Also ich finde, für so intimere Sachen braucht man so einen gewissen Vibe. Also wenn der Vibe nicht stimmt, wenn ich da komplett rausgehe, dann auch gar nicht. Mhm. Okay. Kandidatin 2. Dann hattest du das letzte Mal Sex. Wollen wir eigentlich nicht wissen, Chat, oder? Das möchten wir eigentlich jetzt nicht wissen. Ich will jetzt nicht auf der rumhacken, Digga, aber vielleicht ist sie auch einfach nur klein und ist 18. Ich weiß es ja nicht. Kann ja auch sein. Ich war ein ganzes Jahr nicht da, deswegen vor einem Jahr. Gut. Ja. Was heißt, du warst nicht da? Ich habe woanders gelebt, in der USA. Und da habe ich mir vorgenommen, dass niemanden kennenzulernen. Genau. Ah! Ja. Gut. Was hast du denn in den USA gemacht? Studiert. Cool. Gut, studiert heißt, sie ist auf jeden Fall über 14. Kandidatin 3. Das ist nice. Ist schon länger her. Ich glaube, über ein halbes Jahr oder so. Wenn nicht sogar schon länger. Und du? Bei mir ist sogar am längsten her. Wie lange? Ich weiß gar nicht genau. Ich glaube 2022. Ja, 2 Jahre. Würde ich auch sagen. Yo. Du auch? Ich nicht. Ja. Hey, mach mal! Ja. Okay, rate mal. Du? Ja. Ja, weil du so ratest, ist wahrscheinlich länger, als man denkt. Ja, aber so ja. Januar. November auch, wie Nummer 1. Vielleicht kennen die sich ja schon. Okay. Also? Don't judge. Halbes Jahr, ne? I'm not judging. Hast du gerade mich angetippt beim Judgen? Nein. Ich habe so Side-Eye zu ihr geguckt. Nee, I don't judge. Okay, hast du ein Girl, was du rausbauen möchtest? Nummer 3. Nummer 3 raus. Warum? Die 2 bleibt noch drin. Outfit. Echt? Ja.
sie hat eine Lederjacke an, sie hat eine Baggy Jeans, sie hat coole Schuhe. Was? Eigentlich war es doch, oder nicht? Ja, aber nee. Ich weiß nicht. Nur wegen Lederjacke? Ich glaube, der Gürtel. Jeans, der Gürtel. Und Schuhe. Der Gürtel? Ja, das wollte ich sagen. Der Gürtel. Das ist eine Sache. Heißt ja nicht, dass es direkt der gleiche Style ist. Nur wegen der gleichen Pieces. Okay, also der Gürtel war's. Der Gürtel war's. Der Gürtel war's. Kann ich gerade in 3D kurz jetzt hervorkommen? Hallo! Hi! Es geht! Na? Hi. Schön, dass du da bist. Ja. Hi. Hi, freut mich. Hi. Ach. Und was denkst du? Süß. Guck beide an, beide. Rede um den, rede um beide. Und du, the girl of us. Ist hübsch, muss man schon sagen. Ja. Aber bisher jede. Gut ausgesucht. Sophie hat gut ausgesucht. Er ist so ein Schleimer, Digga. Top-Scout. Er ist aber auch so. Ja, aber du wer, sagt, wer war denn nicht hübsch? Hey, alle waren hübsch. Mach jetzt nicht so. Danke, dass du da warst. Gerne. Tschüss. Ciao. Okay, Finale. Okay. So, letzte Frage, Chat. Es wird ernst. Bist du ready, deine Traumfrau kennenzulernen? Ja. Kurzes Feedback nochmal. Wen würdet ihr nehmen? Eins oder zwei? Und jetzt enttäuscht mich nicht. Ich bin sehr ready. Sehr gut. Hey, aber du verbringst trotzdem noch Zeit mit mir, ne? Danach. Mhm. Ey, schwer. Also, stell dir vor, die beiden gehen auf so einen Jungs-Trip, feiern und lernen dann abends irgendwie ein paar Girls kennen und du siehst in den Stories, dass die so mit ein paar Girls unterwegs sind und die sind ein bisschen rallevoll. Wie reagierst du? Also soll ich auch sagen, so... Ja, wie denn? Schluss machen oder nicht, Chat? Ich das generell finde, dass der in Urlaub fährt. Ja, damit bin ich voll fein. So, ich will ja selber auch im Urlaub, so auch mal mit meinen Mädels. 666. Jetzt, also wenn ich halt sehen würde, dass er mit Mädels ist, ist ja grundsätzlich kein Problem. Aber es kommt dann auf an, hat er es mir vorher gesagt. Also irgendwie so, ja, wir haben ein paar Mädels kennengelernt, so wir chillen jetzt ein bisschen mit denen, so alles gut, ne? Aber ich würde dann wollen, dass er erreichbar für mich ist. Und es wäre mir nicht so lieb, wenn ich das halt einfach so sehen würde. Also nee, Chat, ich sag euch ehrlich, das ist ein No-Go. Wisst ihr, warum das ein No-Go ist? Weil ich das umdrehe. Stellt euch mal vor, eure Freundin ist im Urlaub. Hacke dich! Ihr seht in ihrer Story, die chillt da mit fremden Typen und ist besoffen. Was macht ihr dann in dieser Situation, Chat? Was macht ihr dann? Hä? Offensichtlicherweise. Schluss! Blocken! Deswegen würde ich das selber auch nicht machen. Ist doch auch nicht cool. Also, nee, wenn ich jetzt einen saufen gehen will, dann chill ich mit meinen Jungs. Hätte ich Freunde. Theoretisch. Aber nee. Nee, finde ich nicht gut. Also, dass ich so sehe, okay, da sind irgendwie 5 Mädels, ihr seid voll besoffen und ich habe gar keine Ahnung, was abgeht und dann erreiche ich ihn irgendwie auch nicht oder so. Aber selbst wenn das wäre, wäre vielleicht auch noch okay, aber dann geh bitte an dein Handy und red kurz mit mir darüber. Mhm. Also Kommunikation einfach. Ja. Okay. Aber so eigentlich offen für alles, nur halt, du willst es kommuniziert ja, haben. Genau. Ah, gut. Kandidatin 2. Also, ich finde Jungsurlaub an sich jetzt nicht schlimm, muss ich sagen. Aber ich fände es cool, wenn ich so ein Heads up bekommen würde mit einer Nachricht, hey, wir haben ein Mädchen kennengelernt. Wäre cool, wenn wir heute Abend feiern gehen würden, ist für Tim oder keine Ahnung. ja, ansonsten, wenn es dann irgendwie, keine Ahnung, besoffen eskaliert und ich anrufe, dann wäre es auch cool, wenn jemand drangehen würde. Ansonsten fände ich schon ein bisschen schwierig. Ja. Okay, ja. Beides gute Antworten. Man muss aber sagen, ähnlich. Nummer 2 war eigentlich genau Nummer 1. Ja. Antwort, oder? Ja. Du kannst noch eine Frage stellen, wenn du willst. Ich warte. Warte kurz. Warte, wir warten. Wie findest du denn die Antworten überhaupt? Ja, die Antworten waren gut, oder? Ja, gut. Hab ich doch gesagt. Weil wenn du das andersrum so... Ich denke, es ist andersrum. Danke. 1-Benji. Ja, ja. Tim, W. W in den Chat für Tim. Tim sagt jetzt genau das, was ich sag. Tim ist ein Macher. Tim ist einer von uns. Tim weiß, was er sagt. Die würde weggehen mit einer Freundin und so weiter. Ja? Und du würdest das sehen. Ja. Würdest du das genauso tolerieren wie sie? Ja, nee, eben nicht. Also, mir müsste man vorher Bescheid sagen. Auf jeden Fall. Nein, man muss dir nicht Bescheid sagen. Deine Freundin soll nicht besoffen mit irgendwelchen fremden Typen im Urlaub chillen, Digga. Also, Chat, wo kommen wir denn da hin? Das hat doch auch nichts mit erwachsener Beziehung zu tun oder so ein Scheiß. Was denn hier für ein Gelaber? Es reicht. Aber, ja, wenn die wenn ich jetzt... Okay, die hat dir Bescheid gesagt. Die hat aber auch gesagt, guck mal, wenn wir jetzt wegfahren und dann das einfach in der Story posten würden so. Ja. Und dann würde sie das erst sehen. Das finde ich voll schlimm. Ich finde beides schlimm. W in the shot für Tim. Generell auch wenn sie Bescheid sagt und sie sagt, hey, ich bin voll besoffen, wir haben Beziehungs kennengelernt, nur damit du Bescheid weißt, wir sind jetzt alle feiern, haha, auflegen. Ja, nee, und dann rufe ich zurück und dann sage ich, Tim, weißt du, was ich dann sage, Tim? Dann sage ich, pass auf, du kleine Bitch, in-game. Kannst mich am Arsch lecken. Und dann lege ich auf. Ich bin dann der auflegt ins Gesicht. Ja, okay, das ist aber was. Das würde ich auch nicht feiern. Aber das kommt drauf an, wie man das ja, ist ja wie die Kommunikation ist. Ja, okay, das stimmt. Letzte Frage, bevor du deine Traumfrau kennst. Ja, das finde ich aber wichtig. Okay. Was ist eure größte Red Flag von euch selber? Mhm. Kandidatin 1, was ist deine größte Red Flag? Sag's, wie es ist. Ich würde sagen, ich bin in manchen Sachen
was Emotionalität angeht, ein bisschen zu voreilig. Also das habe ich jetzt aber auch für mich selber so gesagt, wenn irgendwas passiert, dass ich das dann erstmal kurz ruhen lasse, weil ich so ein Mensch bin, der immer so direkt reagiert und dann vielleicht zu emotional reagiert. Wenn ich so 5 Minuten gewartet hätte, hätte ich da ganz anders drauf reagiert. Das mag ich nicht an mir. Und da bin ich aber so, gucken, dass ich das wieder hinkriege. Bist du hyperimpulsiv? Hört sich schwierig an, Chat. Oder ja, also mit jetzt so auch Gefühl. Nicht, ich meine jetzt auch nicht aggressiv oder sonst was, aber so, ich fange so schnell an zu weinen und dann... Dann wird es doch die 2, oder? Sagen wir doch jetzt 2, Chat. Nehmen wir doch die, die auf dem Bierkasten draufsteht. Ja, doch, dann machen wir die, da, nee, doch, ja, ja. Weißt du, dann verliere ich mich da ein bisschen zu schnell drin, als anstatt einmal kurz durchzuatmen. Nicht und so rational, weißt du? Ja. Das waren so wegen ja. den Gefühlen genau, so zu viel. Genau, richtig. Und Kandidatin 2? Ich glaube, meine größte Red Flag ist, dass ich zu viel, also ich bin so ein Overthinker und dann sabotiere ich mir immer Sachen selbst damit. Oh, ja, kenne ich. Okay. Was ist denn deine größte Red Flag? Ich würde sagen, Tim sagt es einfach. Sagen vielleicht, das ist auch nicht 100% richtig, aber ein bisschen zu faul. Ja. Ein bisschen zu faul. Also es gab mal oft Situationen, wo du Macher sein konntest, aber dann hast du so gesagt, so, oh nee, ich scheiß drauf. Ich danke. So. Ja, das, das ist keine richtige Red Flag, aber ja, das ist das Einzige, was mir eingefallen ist. Was ist okay. deine Red Flag? Ich habe 1000 Red Flags. Und also wir sagen oh, unkündlich. Ich würde auf 3 das Gleiche sagen. Ja, okay. ich komme oft zu spät, ja. Stimmt, heute allein. Ja. Tja. Ja, okay, ist nicht schlimm. Okay, du entscheidest dich jetzt? Ja, ich kann auch sagen, was ich an mir selber finde. Oder? Sag. Ich glaube, bei mir ist so, dass ich zu verschlossen bin. Echt? Nee. Bei mir dauert es extrem lange, bis ich mich gut. öffne. Oh, das war gut. Ja. Wirklich extrem lange. Und stimmt. Ich schaffe das auch fast nie. Also außer jetzt bei meinen guten Freunden so. Ey, aber jetzt mal Spaß beiseite, Chat. Was auch gar nicht schlimm ist, oder? 2 Euro von Kandidatin 2. Wann holst du mich wieder mit deinem GTI vom Spielplatz ab, Süßer? Mach dich raus aus meinem Stream. 1, wenn es nicht schlimm ist, wenn man schüchtern ist und jetzt nicht so extrovertiert. Ist überhaupt nicht schlimm. Das meine ich doch ernst. Es ist natürlich dann, ich frage mich halt dann, ist es dann die richtige Entscheidung, in so eine YouTube-Show zu gehen? Muss ja dann auch jeder für sich selber wissen. Ich weiß jetzt nicht, also habt ihr das Gefühl, er hat hier gerade Spaß bei der YouTube-Show? Es ist eher ein Leiden in meinen Augen. Es könnte auch sein, dass er sagt, ey, ich setze mir selber eine Challenge und obwohl ich das eigentlich nicht gerne mag oder halt introvertiert bin, gehe ich da trotzdem hin. Und dann hat er auch wirklich meinen Respekt verdient, Chat. Ja, aber also, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist nicht schlimm, Chat, wenn man introvertiert ist. Wirklich nicht. Es ist überhaupt nicht verkehrt oder so. Es kann auch Vorteil sein. Also, es gibt ja auch viele Frauen, die mögen sowas lieber. Aber sonst... Ja, aber dann auch nur besoffen, Digga. Ey, was? Okay, ich würde sagen, ich muss raus. Du willst? Ja. Viel Spaß mit Nummer 1. Tschüss. Ich hoffe, er nimmt die 2, Chat. Okay. Hast du jemanden, den du jetzt rausholen möchtest? Ja, Tim hat leider recht. Also Nummer 2 kommt raus. Okay, Nummer 2 raus. Okay, dann kann ich dann Nummer 2, du kannst jetzt hervorkommen. Hi! Hi. Oh, wow, du bist ja Hi. So eine kleine Maus. Hi. Wie geht's, ja? Super, und dir? Ja, gut. Nervös? Nee, geht wieder. Wow. Aber das ist echt ein großer Unterschied. Halleluja. Wie groß bist du? Ich bin 1. Die ist aber volljährig, Chat. Und die sieht voll nett aus. Die ist eine für euch, oder? 1, wer verliebt ist, das ist wieder eine für euch. Ich merke das, Chat. Ich merke das. Ja, ja, ja. Und die ist auch, die ist volljährig. Ja. Also die ist halt einfach nur klein. 58. Okay. Das ist eine richtige Treppe. Danke, dass du da warst. Ja, gerne. Tschüss. Ciao. Okay, bist du bereit für deine Gewinnerin? Ich bin bereit. Deine große Liebe. So, jetzt wird's spannend, Chat. Ich hoffe auch, dass sie relativ lange reden gleich. Meine Traumfrau. Oh mein Gott. Dann die Gewinnerin. Du kannst sie jetzt hervorkommen. Ich bin sehr gespannt. Vorkommen. Hallo. Hi. Ah. Ah. Schön, dass du da bist. Hi. Yo, er wollte sie gerade zuerst umarmen. Hi. Ah. Oh, guckt auf seinen Arm. Ah. Schön, dass du da bist. Oh. Hi. Sorry, hallo. Na? Wow. Ah, du grinst. Bist du happy? Ich bin happy. Deine Ausbeute. Ausbeute. Aber sie auch, das ist die Frage. Bist du happy? Definitiv, ja. Ein hübscher Mann, oder? Ja. Netter. Oh, danke. Wow, was machst du? Wie, was mache ich? So, also, was machst du nochmal? Ja, BWL, ja. BWL. Ah, klassische BWL-Studenten-Chat. Ich habe übrigens auch mal BWL studiert, damit ihr das nicht vergisst, Chat. Ja, 3 Semester, dann habe ich abgebrochen. Ah. Das ist so spannend. Und Max, lässt du dich gerne bekochen? Sehr gerne, ja. Ich koche nicht so ja, gerne. Diesmal. Macht Spaß. Wow. Ja, schön. Dann, ihr 2, ab geht's. Könnt ihr so Händchen halten. Ja. Oh, ist das uneigentlich. Oh, der. Ist das schlimm? Das ist das
Komm! Sonst ja. Oh! Ist actually süß, aber. Oh, haben wir gut gemacht. Das war also, Digga. Das war eine sehr spezielle Folge, Chat. Also ich finde, er hat es gut gemacht. Ich finde auch, dass die gut zusammenpassen. Also da könnte sich wirklich was draus entwickeln. Wir wünschen den beiden alles Gute. Ich bin froh, dass es aber auch irgendwie zu Ende ist jetzt. Es war teilweise sehr schwer, ein bisschen da, also das anzugucken. Trotzdem, ja, interessante Folge, würde ich sagen, Chat. Wir sehen uns bei der nächsten Reaktion wieder. Okay. Mein Name ist Motsch und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald.